Ich würde jetzt bei der Wüste auch erstmal, bevor es noch mehr durcheinander wird hier, wirklich nochmal hier zurückgehen und dann die Sachen hier von Balthasar einsammeln. Weil das einfach nur offen ist. Die Quest ist schon abgehakt, ne? Da fehlt mir nur die eine Buchseite, weil ich zu schnell war. Und hier einmal so gucken, ob es da noch was Cooles gibt. Mag das ja nicht, wenn man dann auf einmal zu viel übersieht. Und dann gehe ich entweder hier den Sachen von Emily nach oder hier runter. Das gucke ich spontan, aber erstmal die Sachen hier einsammeln. Ich schaue, wo ich lande. Ich lande wahrscheinlich sonst irgendwo. Und danach überlege ich mir irgendwann, wann ich mit den Hallen weitermache. Ist schwierig. Ich würde kurz noch den Stab wegbringen. Den brauche ich halt jetzt echt nicht, ne? Diesen Beschwörungsstab. Das sieht komisch aus. Das sieht jetzt so aus, als. Egal. Essen, trinken habe ich. Heiltränke habe ich auch, die ich eh nie nehme eigentlich. Ah! Ich habe keine Früchte-Gedönssachen mehr. Vielleicht sollte ich trotzdem demnächst irgendwann mal meinen Garten richtig anlegen. Ich dachte gerade echt, da steht jemand wegen der Vogelscheuche. Damit Emily genug Sachen hat, damit ich mein Müsli hier bei ihr zubereiten kann. Oder was ich da halt auch alles nehme, ne? Hier. Fruchtschlüssel. Wegen den Erdbeeren. Ich glaube, ich noch irgendwo Setzlinge, aber okay. Ist noch, okay, dann wollte ich noch schauen. Tee. Würztee. Safran hatte ich nicht so viel eingesammelt, ne? Fleischwrap. Die Hühnersuppe war von damals. 40 Minuten, 45 Minuten. Ich nehme einen mit. Ich habe kein Mehl. Könnte ich eigentlich machen? Ich hatte Getreide und. Also, ich hatte ja Weizensachen eigentlich. Mal schauen. Ich schaue erstmal, ob ich, wie das klappt. Hauptsache, ich habe meine Fruchtschüssel dabei. Ja. Hier runter. Ich send mal einen Ping und mal gucken, ob jemand vorbeikommt. Ganz spontan. Ausprobieren. Bruchshafen. Ich sag euch, in 2 Minuten sage ich wieder Bruchtal. Ich jetzt. Es geht nicht. Man soll, dürfte sowas nicht so benennen, ne? Das ist, wenn es zu viel Wortähnlichkeiten mit anderen Sachen hat. Wortähnlichkeiten. Ihr wisst, was ich meine. So, einmal alles essen. Passt. Aber warum ist denn jetzt hier so eine Linie? Achso, ich habe den Hammer in der Hand. Oh, kotz an. Wieso sehe ich die Linie von meinem Flammenaltar? Die Jungs sind ja jetzt hier, die Banditen. Es waren aber nicht so viele und ich müsste einmal hier rüber. Würde vielleicht aber dafür hier. Ja, ich gehe mal hier außen lang. Ich wollte ja eh schauen, ob es hier oben drauf was gibt. Dann würde ich direkt da und dann laufe ich so ein bisschen drumherum. Ja, doch, da mache ich das. Wenn. Ach, diese komischen Pteranodons gibt es ja hier. Wenn ich da hochkomme. Oder auch nicht. Wie von da hinten? Ich bin mir da noch mal nicht so sicher, ob das was ist, wo man oben lang gehen soll. Also möglich wäre es 100 Pro. Ob da dann auch ein Gedöns ist. Weil man hat halt überall diese Schichten. Nein, ich wollte weiter nach da. Ach, mal gucken, wo ich lande. Kann wieder dauern. Ah ne, hier gibt es sogar einen Weg. Aha.
Dann nehme ich doch den Weg. Weil. War ich nicht bei dem Lager schon? Bei dem Lager war ich doch schon. Ich gehe nach da. Glaub nur, dass das mir nicht so viel weiterhilft, wo ich hin möchte. Ich kann aber oben drauf langlaufen. Ich hätte vielleicht noch mal Pfeile machen sollen, herstellen sollen. Für eventuelle Gegnermassen. Ja, nicht so viele, aber irgendwas kommt mir 100 pro entgegen. Gibt's auch so richtig so Sand, also so Wind mit Sand, ne? Bewegt sich auch so. Also so Sandnebel. Ein bisschen anders. Oh, Skorpion? Die hatte ich bisher noch nicht gesehen, ne? Hat schon überlegt, gehe ich weiter weg bei so einem Skorpion. Yeah, überbewertet. Giftsack. Ich hatte bisher wirklich noch keinen einzigen Skorpion gehabt. Ich weiß nicht, wo ich die Giftsäckle noch herbekomme, obwohl das wahrscheinlich von den Eindingern etwas entspannter ist. Bekommen. Ich wollte da oben gucken, was da leuchtet. Das ist eine kleine Höhle. Hier gibt es aber richtig Wege, wo man lang kann. Ist auch eine schon gedacht gewesen, dass hier eine Mine, glaube ich, hin soll. Oder haben irgendwelche NPCs vorgehabt zu bauen, je nachdem. Einmal direkt ganz faul. Ein Lager ist hier. Oh, ein Brief. Naja, ich habe nicht mehr so viele Briefe. In dieser Wüste lauern Schrecken. Der Drachengeier hat ihn verschleppt. Okay, ist neu. Die widerliche Kreatur schnappte sich Galen direkt vor unseren Augen. Wir waren stehen geblieben, um uns auszuruhen, tranken Wasser und plauderten auf dem Weg zum Markt, als sich der Himmel verdunkelte, während Bestien auf uns herabstürzten. Jetzt so das Intro-Ding von Skyrim? Nein. Es heißt, man solle Schutz suchen, wenn man Schatten über sich bemerke. Doch es gab einfach keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Galen holte seinen Bogen hervor, um diese Dinge anzugreifen. Doch sie griffen direkt aus der Richtung der Sonne an. Er konnte nicht sehen, war überrascht und verwundbar. Und schließlich verschwunden. Der Angriff geschah so schnell. Doch ich konnte sehen, wohin die Kreatur Galen brachte. Das Nest ist nicht weit entfernt. Ich hatte bisher wirklich nicht mehr so viele Geschichtsseiten hier gefunden. Ne? In der Steppe war es auch nicht so viel. Deshalb, ich freue mich darüber. Nicht so weit entfernt, ja. Also ich habe ja schon diverse Nester gesehen, aber ich weiß nicht, ob die jetzt auch diese Petoranodon-Dingern meinen. Ach nee, doch. Ich gehe erstmal in die Höhle rein. Oder ob das ein noch größeres Etwas ist. Höhenpassage. Komme ich von hier auch dahin? Das ist mal der Moment, wo man sich denkt, oh, meine Augen wurden gerade gelasert. Ach, ich wollte gerade sagen, das ist wieder so ein Ding zum Runterfallen und dann fällt man auch runter nochmal. Perfekt. Muss ich jetzt lang?
sieht hier übrigens auch anders aus. Dieser Mizellenblock ist auch anders, ne? Mit dem Update. Es hat jetzt mehr diese kleinen Bus. Na, ihr wisst schon. Mizellen. Aber bin noch gerade da hoch. Ach so, hier vielleicht. Damit mir auch die Höhlenpassage was bringt. Ist das auch das? Sieht anders aus. Eisen. Okay, Eisen ist hier. Ich wollte nämlich sagen, was ist das? Eisen hatte ich bisher noch nicht. Okay, hier würde es Eisen geben. In mir ist noch bewegt. Jetzt hätte ich gerne noch die anderen Sachen mit dazu. Okay. Ich habe nämlich bisher noch keine Eisenader, Herzader gefunden. Ich hätte gedacht, es was anderes. Vom Look her. Okay. War mir nämlich nicht sicher, ob es jetzt auch das Lapu-Lazuli, wie nennen die das hier, das da ist. Oder was, ja. Was Neues. Immer Schwefel. Ich bin jetzt auf jeden Fall ein Stückchen weiter oben. Also theoretisch komme ich dem Nest vielleicht sogar näher. Mit der Höhlenpassage kann man gerade noch so ein Stückchen höher. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie man hier hochkommt, weil man ja eigentlich unten läuft. Und man sieht die ganze Zeit die Berge nur so an der Seite, so canyonartig. Safran nehme ich auch noch mit. Ist da hinten was Neues? Zu der Warte könnte es ja eigentlich auch mal... das ist die Warte. Ich wollte gerade sagen, bei der Warte war ich schon mal... Ich glaube, über die Höhlenpassage ist jetzt auch der Weg zu dem Nest. Da ist gleich so ein riesen... kein Petoranodon, noch was Größeres. So eine Mutti-Dinosaurier. Tut mir leid, für mich sehen die so ein bisschen aus wie die Flugsaurier, ne? So ein Stückchen. Drachengeiernest. Oder ich habe hier gleich echt einen Drachen und würde ganz gerne noch mal was essen. Und trinken. Ah, schön. Da sitzt was drin. Hier sitzen ganz viele. Ah, das sind die, die ich doch die ganze Zeit schon habe, oder? Das sind doch die normalen. Das ist einfach so genannt, weil hier ganz viele Nester nebeneinander sind. Nehme ich mal an. Ich dachte, jetzt kommt hier so ein wirklich, ne? Drache. Da liegt auch was zum Einsammeln. Ich mache aber erstmal hier. Ich mag das nicht, wenn ich beim Vorlesen nachher bin. Oder wenn was ist und dann werde ich angegriffen. War es das? Jo. Drachenbogen. Ah, das ist vom Look so wie der, den ich jetzt habe. Das Problem ist, er ist hardcore gewöhnlich, aber hat wenigstens mal einen Namen. Neue Geschichtsseiten. Der Drachengeier hat ihn verschleppt. Ja, weil ich das gerade eingesammelt habe. Also ich habe den, der verschleppt wurde, gerade gefunden. Der hat einen Drachenbogen. Der ist halt jetzt viel schlechter, ne? Der würde halt so aussehen wie den, den ich jetzt habe. Aber der hat einen Namen. Wieso ist jetzt das nicht, ne? So vertauscht. Das fände ich viel cooler. Ich hätte gern so ein... Na, als Drachenjäger bin ich doch immer gern unterwegs. Toll, das... Warte mal.
Es sollen nicht Flugsaurier sein, sollen das Drachen sein? In klein? Der Drachen, na, kann ja. Für mich sind es Flugsaurier noch immer. Also ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Okay, Wookies haben die auch entführt. Ich glaube es ja. Also vor. Das ist aber ein bisschen haarig. Gut. Dann habe ich. Er sieht ja, ne, weil hier dann sowas Kleines war, was man sich hätte angucken können. Habe ich auch gemacht. Ich mag das nicht, wenn man zu viel verpasst. Dann laufe ich jetzt hier einfach weiter. Ich probiere das mal. Das war Miasma. Muss ich nachschauen. Ansonsten gehe ich hier rüber. Und dann zu dem Punkt, weil ich glaube, das, was ich für Balthasar einsammeln soll, ist nicht im Miasma. Denke ich. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Dass es weiter oben ist. Ach, ey, finde ich jetzt. Ich finde es auch ganz cool, dass hier dieser neue Content drin ist. Ödlandblume. Ach, sie haben da irgendwas umbenannt, ne? Vorher hieß es gleich Wüstenblume. Da hinten gibt es einen Funken. Wer noch die ganzen Funkendinger nicht? Weil ich dafür irgendwas erst. Ach. Ja. Weil ich ja erst so warten muss, ne? Und dann sehe ich die ganzen Funkplätzchen hier. Schreien der Flamme. Die Refugien und Schreine. Werden die mir. Ja, okay. Da hinten sind irgendwelche Gegner. Oh, wie lange ich oben lang latschen kann. Ist auf jeden Fall so ein Typ, der rennt. Sind zwei Typen, die rennen. Nee, ein Bogenschütze. Was ein Gürteltier? Ich glaube, ich laufe gerade richtig bescheuert. Das ist die Steppe. Ach so, weil ich jetzt hier oben lang laufe. Okay. Also ich bin jetzt wirklich hier auf dieser Grenze. Da habe ich eine Pflanzenfasern rausbekommen gehabt. So. Dann laufe ich immer direkt lang, weil vielleicht gibt es hier doch noch irgendwelche Kleinigkeiten. So ein Drachen-Eier-Nest-Ding. Ja, da ist auf jeden Fall was. Da, geradezu. Sogar zwei Wookies sind hier drin. Es hat Hunger hier. Ich muss schon treffen. Danke. Ich glaube, es hieß hier vor Wüstenblume. Nein. Ey, was macht denn der Skorpion in dem Nest? Das ist nicht dein Zuhause. Ich will die Eier noch haben. Nistet der sich einfach irgendwo anders ein. Was gibt's hier? Ich mach die jetzt nicht alle weg, die Skorpione, ne? Die Giftsäckle würde ich mir woanders holen. Achso, hier ist noch ein Ausguck. Okay. Es wird gleich dunkel, nein. Da über diese Art Brücke könnte ich. So, ich bin. Nee, ich bin jetzt ganz oben. Ich muss quasi noch. Es ist noch eine Ebene runter. Was leuchtet denn da? Mal hingehen. Die nicht schon längst einen anderen Gleiter machen können? Ach, egal. Damit es da schön
Ah, das ist nur das Leuchtebefugszeug. Okay. Ich wollte gerade sagen, hätte ja auch was anderes sein können. Nö. Dann passt es und ich gehe zu Balthasars Ding. Und auch hier lang laufen, oder? Oh, wenn ich nicht ins Miasma falle. Im Dunkeln. Wofür ich ein Talent habe. Ja, nee, ne? Was ist denn da? Ach doch, ich weiß, was das da drüben ist. Dann da hinten lang. So ein richtig, hier ist ein Wegpfeiler. Na gut, ne? Würde mich vielleicht auch zu dem Flammenaltar. Ja, ich porte mich zum Flammenaltar. Und dann gehe ich nämlich darüber. Komm da im Dunkeln nicht mehr hoch, ne? Ich könnte mich ins Lager legen. Wenn es jetzt nicht schon hell ist auf einmal. Weil manchmal ist es ja auf 10 Stunden um. Hier ist ein Lager direkt. Dann gehe ich hier rüber. Und hoffe, dass es von Balthasar oben ist. Und nicht unten. Ach nee. Ach nee, das Lager ist ja unten. Zwei. Nein. Ich will mal kurz was kontrollieren. Das Lager war unten, aber muss ich... Das ist hier drunter. Ich erinnere mich, aber ich muss... Ah, dann nichts mit schlafen. Ich muss wahrscheinlich oben lang. Ganz oben lang. Oh, der Weg war da ganz, ganz hinten, um hochzukommen. Weil das Lager war... Sich oben oder unten? Hier ist mal oben lang, weil runterfallen lassen kann ich mich jederzeit. So wie jetzt. Ich sehe einfach gar nichts. Außen rumlatschen. Da leuchtet was. Ah, die Leute. Hi, was geht? So, hier war der Weg. Ich soll einfach nach oben und dann probiere ich ein bisschen ordentlicher da drüber zu laufen. Weil für mich sieht es halt eher so aus von der Höhe, dass es oben ist, die Brücke. Also sieht, ne? Das sieht so aus, dass es unten lang geht. Vielleicht kann man nach unten lang, aber... Ich finde es blöder, wenn man auf einmal unten ist. Und dann muss man nach oben und dann ist da Miasma und dann kann man sich nicht mal hochbohren, ein Stückchen. Zu dem nächsten Ding. Ich könnte auch so ein Irrlicht nehmen. Ich habe das Irrlicht. Naja, mache ich, wenn die Fackel alle ist. Das ist aber hell. Ein bisschen heller. Das Lager hatte ich aber das auch nicht. Okay, genau, weil ich war nämlich hier unten und nicht hier oben. Das Lager kann ich einmal auseinandernehmen. Nachdem, was da drin ist. Säureballtypen. Am Ende. Ich habe halt echt nicht so... Ich habe keine Pfeile mitgenommen nochmal. Ich sehe mich wieder unterwegs, die Holzpfeile machen. Hier durch eigentlich? Ja. Das Ding da durch? Nee, kann's nicht. Wo ist denn der Eingang? Da. Was geht? Lauf da mal rein. Naja, fast.
Ist jetzt der andere Typ gewesen. Hier ist noch einer mit Granaten, ne? Ach, da ist er am Feuer. Ah, jetzt kann ich hier nicht. Da war ein kleines Lager. Also hier sind gar nicht so viele Dudes. Und ich kann mich kurz schlafen legen. So, ich werde gleich überrascht. Dann eher nicht so. Nehmen wir das Metallbett. Das ist doch viel besser. Oder auch nicht. So kann ich nicht mehr schlafen. Ist das kaputt? Das andere hier? So wird mir das nicht mehr angezeigt. Sonst konnte man noch immer, egal wo, schlafen, wenn das halbwegs intakt war. Dann stand er immer schlafen. Ich habe das bisher nie so wirklich gemacht, aber nur weil es jetzt gleich nochmal richtig stockfinster wird, dachte ich, echt hier, weil hier liegt nichts. Hier. Ah, ich darf mich nicht mehr zu den anderen ins Bett legen. Also ich darf mich nicht mehr zu einem Skelett legen. Weil das war vorher eigentlich kein Problem. Da lag jetzt jeweils ein Skelett drauf. Weil das war vorher kein Problem. Oder die Betten waren kaputt und ich habe es nicht so gesehen. Das war nicht so offensichtlich kaputt. Okay, na, ich weiß nicht. Vielleicht wurde ja auch was geändert. Ja, da schwebt was. Anders geändert. Ich sehe gar nichts, ne? Perfekt. Das ist so, wie wenn man im Auto sitzt, Auto fährt oder auf dem Fahrrad sitzt oder so. Von vorne frontal, man sieht einfach gar nichts. Auch mit Sonnenbrille würde man nichts sehen. So ist man doch gerne morgens unterwegs. Ist man anders wach. Deine Augen sind hinüber für den restlichen Tag. Standort unten. Shit, ich muss doch nach unten. Na gut, da gibt es einen Elixierbrunnen. Und hier ist noch ein Elixierbrunnen. Achso, weil ich das Falsche noch markiert hatte. Da wollte ich hin. Sagen. Ich will doch gar nicht nach unten. Aber Elixierbrunnen schon gespottet. Hier. Möchte ich lang. Hier gibt es richtig so eine Brücke. Mit Weg. Eine Gebirgsbrücke. Ja, von denen auch immer nur das eine wegen den Federn, ne? Für die besseren Pfeile. Aber es ist jetzt schon ein bisschen besser, ne? Mit dem, also es ist trotzdem noch arschhell, das Licht. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass alles auf einmal richtig hell ist, sondern wirklich da, wo die Sonne ist. Und in der Wüste passt das. Ich muss mal gucken, ob ich in meinem Gebäude, ob man da dann auch direkt blind wird, wenn es hell wird. Weil das war ja vorher mal so brutal. Oder ob das auch gepatcht wurde. Ein bisschen angepasst wurde. Dass es hier so in der Wüste jetzt zum Beispiel ist, finde ich okay, weil... Wir sind hier in der Wüste. Ödland. Ich werde wahrscheinlich weiter in Wüste dazu sagen. Wie heißt denn dann das andere Ei? Egal. Weil die Blume haben sie ja extra umbenannt. Gab es bei den Ruinen jetzt was? Ich bin einfach dran vorbeigelatscht, ne? Nee, ich bin kein Fan davon. Genauso wie bei dem Schutt. Ab und zu mache ich das, alles abzutragen, um zu gucken, ob unter 5 Tonnen Dings irgendwas existiert. Das mache ich bei dem Loot nicht. Manchmal mache ich das, manchmal nicht. Inzwischen mache ich das jetzt eher seltener. Weil, meine ich, hätte jetzt den Sand ja nehmen können, ne? Naja. Erstmal das Lager und dann... Ich muss sogar hier hin. Okay.
Ich wollte euch gerade sagen, erstmal das Lager und dann gehe ich weiter. Und den Obelisken sehe ich auch schon, was wir noch für Lorraine Grimm untersuchen sollten. Noch die Spuren von Lorraine Grimm. Aber das ist ein anderer Obelisk. Das ist nicht der, der mir mag. Ich wahrscheinlich ist schon wieder, bringe ich hier was durcheinander. Ich krieg den nicht. Den. Jetzt mal im Ernst, sollen das jetzt Drachen sein oder die Flugsaurier? Oder was ganz anderes? Obelisk der Bauer. Aber ich sehe das Flugsaurier. Also hier ist auch noch mal einer, aber ich hatte... Hier, Obelisk-Forschung. Nämlich eigentlich noch aktiv. Aber ich bin wieder da ein bisschen zu schnell, ne? Die Sintflut befreit uns nun doch. Endlich, die Überreste eines flüchtigen Zeitalters sind beseitigt. Untergegangen in Wellen, ein weiteres Übel, ein Fehler. Weggefegt und versiegelt. Möge das Wasser alles wegspülen, was verdorben war. Hinter uns die Sintflut. Ja, das passt, ne? Das sind die Sandsteine, ja. Gucke ich mir das Lager noch an, aber ich habe mir das jetzt eigentlich anders hier markiert. Wegpunkt erreicht. Wir müssten noch die anderen Obelisken Ausgrabungslager. Aber hier hätte ich doch eine Info über Balthasar bekommen. Oder habe ich was? Ödland, die Erforschung der Obelisken beginnt. Eine neue Unternehmung. Unsere vorherige Expedition zum alten Friedhof war ein großer Erfolg. War ich da? Ich glaube, das ist der andere, wo ich nicht war, oder? Ich stehe für immer in unserer Schuld dieses Fremden. Unsere schicksalhafte Begegnung brachte mehr zum Vorschein, als ich jemals gehofft hatte. Ich frage mich aber, woher er diese alten Inschriften kannte. Ich bin mehr als nur inspiriert. Das bin ich auch Tag für Tag. Die Runen der Bibliotheken weisen Ähnlichkeit mit der alten Schrift auf, weshalb ich mit der Analyse des Obelisken der Bauer begonnen habe, um meine Theorien zu bestätigen. Es gibt jedoch ein Problem. Ich habe meine wissenschaftlichen Instrumente wohl beim Eldermere-Damm vergessen, als die Drachengeier angriffen. Ach, Drachengeier! Ich lese immer irgendwie Dracheneier. Also auch wenn ich Drachengeier vorlese, kam in meinem Kopf immer irgendwie Dracheneier an. Oh Gott. Bleib bei Flugsaurier oder Pteranodon. Pteranodon, ja. Ah. Egal, sorry. Ich ließ sie bereits beim ersten Schatten aus Panik fallen. Nun, für den Moment müssen mein Glossar und meine Brille ausreichen. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Kann ich weiter runterscrollen? Aber dann, nö, das ist Balthasar, aber ich habe ja seine Sachen da schon geholt. Okay, aber... Der war auch bei einer Forschungsstätte unterwegs. Okay, hätte ich nicht. Wissenschaftliche Instrumente für ein Labor. Das ist halt jetzt noch auf, weil ich das Labor ja für ihn noch nicht gebaut habe. Ich wollte nämlich das, ne, weil ich da ein bisschen, weil ich schon bei dem Eldemere-Damm war, der war irgendwo da oben gewesen, da es nicht wieder zu schnell machen, alles. Okay. Kann der Marker jetzt aber auch weg. Meichen das. Marker entfernen. So. Ja. Da ist aber Obeliskenforschung. Ich dachte kurz, ich habe schon wieder was anderes Komisches übersprungen, wie sonst auch. Habe ich die Ecke? Die Frage ist, gehe ich jetzt weiter da runter oder ist man da lang? Ah, jetzt habe ich meine Schreinchen hier aktiv. Okay. Ich glaube, ich würde erstmal hier weitergehen. Und dann das da machen, weil hier sind mehrere Sachen. Also hier Herzen aus Eisen ist ja noch vom Schmied offen. Und Mythos der Riesen ist, weil ich was gefunden hatte. Deshalb würde ich erstmal hier unten lang gehen. Schauen, was da noch existiert. Der Manator-Schrein der Flamme. Ganz hier unten ist was. Aber hier ist auf jeden... Hier ist Hardcore-rotes Miasma noch. Ah, okay. Mal gucken. Ich würde dann hier quasi wieder so ein Eck nach dem anderen schauen, ob ich das abgearbeitet bekomme.
Drachengeier. Ich habe das, glaube ich, auch vorgelesen, aber in meinem Kopf kam gefühlt Dracheneier an. Gut. So sieht es auch ähnlich aus. Also Drachen. Drachen waren für mich jetzt ein bisschen, na, nicht ganz so, ne? Nicht so richtig. Hier geht es auf jeden Fall wieder runter. Da hinten gibt es Gebäude. Da ganz in der Ferne. Einfach hinfliegen? Ne, wir wollen jetzt nach da. Ich fliege mal nach da. Oh, hier ist auch noch was. Schau mal, fast übersehen. Ach nee, das ist von... Ah ne, passt schon, das ist Bruchshafen. Ja, ich habe mir gemerkt, wie es heißt. Ich wollte gerade sagen... Ich bin trotzdem dafür, dass sie so ähnliche Namen nicht nehmen sollten. Bringt Leute wie mich einfach nur durcheinander. Gut. Ich verschleudere jetzt hier nicht meine Pfeile. Jetzt wieder kleine Türmchens. Stimmt nichts ist. Und zu der Warte? Ich weiß nicht, ob ich es zu der Warte schaffe, ne? Sie ist auf jeden Fall jetzt schon ein Stückchen dran. Dann hätte ich die nämlich auch von dem Gebiet. Müsste kein Feueraltar hin platzieren. Also ich weiß, dass da oben nichts ist, ne? Trotzdem, jetzt. Bis zwar irgendwann bei einem Turm hier eine Kiste steht mit irgendwas richtig krassen. Euch. Ich sollte anfangen, die zu ignorieren. Dauert nämlich, bis sie zu einem kommen. Nee. Ach, und jetzt nach ganz oben auf einmal. Genau. Ist das ein Knochensplitter-Ausgrabungslager? Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe da nämlich dieses Geländer gerade gesehen. Okay. Die sind halt generell weniger Gegner, würde ich sagen. Ach, da sollte ich auch hin. Zum, bis auf, ich meine jetzt nicht diese Fliegedinger, ne, sondern diese Laufkundschaft. Irgendwelche Banditen oder die Wookies oder so. Obwohl die Wookies, glaube ich, ja in der Steppe ja auch beheimatet sind. Was steht hier? Mythos der Riesen. Hinweise von einem Schamanen. Ich habe bei der Untersuchung des Friedhofs einen Schamanen getroffen. Er schweigt, will nicht sprechen oder meine vielen Fragen beantworten. Sehr untypisch für jemanden aus dem Ödland. Vielleicht ein Schweigegelübde? So schreibt man Gelübde. Oh Gott. Ah! Ey! Das sieht so komisch aus. Ich habe auch noch nie überlegt, wie man Gelübde schreibt. Nicht mich einfach angreifen, wenn ich lese. Hallo? So. Vielleicht ein Schweigegelübde. Vielleicht lebt er inmitten der Fossilien, denn er schien sie auf eine mir rätselhafte Weise anzubeten. Als ich ihm eine weitere Frage stellte, zeichnete er einfach eine Rune in den Sand. Alte Hieroglyphen. Das macht mich neugierig. Ich bin nach Ostlapis zurückgekehrt. Dort im Archiv gibt es einen staubigen Kodex zu den Runen der Schamanen. Ich habe das Bild, das er gezeichnet hat, sofort erkannt. Und die Übersetzung hat mich schockiert. Und sie kamen. Die Drachen. Sorry. Drachen. Einmal nicht. Tut mir leid, das kam gerade so ein Hirnfurz in meinen Kopf rein. Es tut mir leid. Sorry.
Ja. Nee, ich will nicht schlafen. Also ich glaube, man kann die Betten mit den Skeletten aber nicht mehr benutzen. Die einzelnen gehen schon, egal wie die jetzt hier platziert sind oder wie auch immer. Also übersetzt ist ja was mit Drachen. Das heißt, das sind die Überreste? Die fossilen Knochen, die wir finden, sind quasi allesamt von den Drachen? Okay. Seht ihr, so eine Kleinigkeit muss man nebenbei halt auch noch finden. Das ist ja gemein, ich wollte da hoch. Zwar kriege ich immer so komische Anwandlungen von anderen. So, weiß ich nicht, so andere Sprüche in meinen Kopf rein, aber naja. Ich will da nochmal kurz gucken. Ob es hier noch was gibt. So. Auf der Seite gab es aber nichts mehr. Da oben ist noch eine Kiste. Die nehme ich doch glatt. Dann habe ich das mit dem Mythos der Riesen jetzt so. Und es sind Drachengeier. Sonnenaxt. Okay. Das ist hier. Das haben wir dann mitgeklärt. Dann gehe ich zum Schrein rüber und dann vielleicht über die Seite zu dem Eisengedöns, was der Schmied uns mitgegeben hat als Aufgabe. Also man könnte jetzt auch da lang, aber ich möchte erst wirklich die Seite machen und mir das anschauen. Hier gibt es auch viel mehr so eine Lager, ne? Wieder, finde ich cool. Es ist Wüste und passt auch mehr. Passt auf jeden Fall mehr rein. Ich sollte wieder was essen. Upsi, pupsi. Ja, genug mitgenommen. Oh Gott, sind hier viele von den Dingern. Da oben. Ich sehe schon, da ist eine Krypta. Nicht Krypta, Refugium. Was war das gerade mit dem Bild? Ach, weil was hinter mir her ist, okay. Och ja. Ich weiß, dass ich ein Schnuckelchen bin. Ihr müsst aber nicht gleich alle auf einmal mich jagen. Ist mir schon klar, ne? Oha. Was, der lebt noch? Mit 1 mm Lebensbalken oder was? Okay, der dritte ist weggeflogen. Zwei waren zu viel. Mir auch. Hä? Kann ich jetzt so? Danke. Nicht so viel Pfeile, ne? Ich würde gerne so einen gewissen Teil hier gerne mir anschauen, bevor ich mich wieder nach Hause porte. So, hab's dann ganz gern so ein bisschen abgeschlossen, mit was habe ich mir angeschaut und so. Das finde ich immer ein bisschen besser. Oh, jetzt wird's hier wieder sehr sandig. Ich muss nach da oben. Ist wieder so ein Türmchen. Hm. Man gechillt hoch kann oder ob ich mich aber wieder hochbaue. Ja. Alle Zeit der Welt, ne? Ansonsten gehe ich nochmal in so eine Halle rein. Wieso gibt es eigentlich nicht so eine Brandpfeile? So mit Pech oder so? Weil dann hätte ich ja Flächenschaden. Was gibt's nicht, ne? Vielleicht kommt sowas noch. Oder mal gucken, was ich hier noch freischalte. Ist nur Schwefel. Ich brauche ja noch für die neuen Hallen da. Der erloschenen, sorry. Irgendwie was als Bogenschütze und ein bisschen. Bessere Utensilien. Hey, wie komme ich nach da oben? Würde eigentlich so Brandpfeile echt gut gehen. Ich habe immer Glück. Im Prinzip. Da komm mal ein Stückchen näher. Danke.
So ein Drache wäre aber voll cool. Da wäre ich dann ganz später. Weil theoretisch, ne, die, wenn die nicht ausgestorben sind, das ist ja Mythos der Riesen. Mal schauen, was noch kommt. Standort oben. Ich probiere es ja, nach oben zu kommen. Ach, da. Okay. Ich sehe, da ist ein Weg. Bin einfach direkt in die andere Richtung wieder gelatscht, ne? Ist der Weg? Was mache ich? Ich laufe einmal andersrum in die andere Richtung. Ja, aber ihr wisst schon, irgendwie so eine Pech müsste man vergießen, ne? Aber wir haben ja niemanden, der unser Lager angreift. Aber so ein bisschen, ne? Irgendwie so eine anderen Pfeile. Oder mehrere auf einmal schießen. Keine Ahnung. Magische Pfeile. Ohne dass man Magier sein muss. So was. Ist niemand? Irgendwie so in die Richtung. Ohne, also vielleicht so ein bisschen Magie, ne, dass man die irgendwie herstellen kann. Aber nicht so komplett alles in Magier reinstecken. Es gibt, also... So kann man ja die Waffen auch schon aufleveln. Da gibt es ja irgendwas mit Magieschaden, beziehungsweise das Miasma-Schaden und so. Dann könnte man das ja quasi auch für so speziellere andere Sachen noch machen. So. Kann ja auch sein, dass es jetzt hier ja sogar noch kommt in der Wüste. Ich bin die ja noch nicht mal ansatzweise durch. Ist dann aber trotzdem brutal, wenn man jetzt zum Beispiel das Game erst neu startet. Und das erste war ja Level 10 und du machst das. Wenn du auch so, weiß ich nicht, Level 13 bist oder so, keine Ahnung. Wenn du eh in der Umgebung bist und dir alles anschaust und erkundest und so ein Gedöns. Und dann hast du auf einmal so ein Teil und du machst das alleine. Und dann kommen manche Sachen erst so später. Das ist dann der Moment, wo man dann doch sagt, ja, ich level mir die Sachen erst bei Magier rein. Zu meinen Fertigkeitspunkte gebe ich dafür aus. Es gibt genügend. Könnte es auch die ganze Zeit um... Also hier abändern. Umändern. Nachdem. Wird schon gehen. Hier haben wir keinen Fan von, ne? Ich spiele mal ganz gern, wenn ich sage, so, den Charakter, das ziehe ich gerne das Spiel durch. Und wenn es dann nicht geht, das, oder so ein bisschen wenigstens, so halbwegs... das Game durchziehen. Jeder Fall grundsätzlich mit plus 1 Blutungsschaden verzaubert. Ja. Und Klingenschaden noch zusätzlich hinzufügen. Oder so andere Sachen. Nee, es gibt noch nur... Nee, es gibt ja Wucht und so. Es gibt ja wirklich so eine Sachen. Da kann man... Ich habe mir die Kriegersachen nie angeguckt, aber da wird sowas wie Blutungssachen doch dabei sein. Aber die Waffen haben ja... Was ist denn das? Zeigt, gibt doch sogar Wucht und Schnitt und so. Oder verwechsle ich schon wieder meine 500 Games, die ich habe? Ich habe keine 500 Games, ich habe richtig wenig, aber... Ja doch, hier, Schnitt, Stich, Wucht. Und nee, wenn Schnitt, Blutungsschaden gibt es bestimmt. 100 Pro habe ich mir nicht angeschaut, aber gibt es bestimmt. Bei Wucht nicht. Naja, habe ich hier nie drauf geachtet, ne? Weil ich anders spiele. Ich wollte gerade sagen, was ist das, wo ich hinschaue? Ich glaube, nee, das liegt, glaube ich, hier ungefähr. Da ist nämlich eine Stadt vor mir. Oder so eine kleine Stadt. Aber irgendwas mit einer Brücke ist da. Ich würde das mal markieren, wo ich eigentlich später hin muss. Gucken wir jetzt aber die Stadt im Dunkeln an, weil ich glaube, es dämmert gleich. Ja, da ist eine Art Stadt mit einer Brücke. Und da ist dieser Elixierbrunnen, den könnte ich dann auch gleich noch machen. Er ist die Stadt. Mini-Stadt, Dorf. Gebiet? Boah. Das wurde gerade alles geladen. Ich glaube, irgendwas ist da. Da ist auf jeden Fall ein Riesenlagerfeuer. Banditen oder Wookies? Wenn überhaupt. Weil ich habe nur 135 Pfeile. Oh nee. Meine Lieblingsdinger sind da. Meine Schnuffels hier. Boah, genau. Geht auch noch rein. Das ist sehr intelligent gewesen.
Dachte ich jetzt ausgelöst, ne? Hä, müsste er nicht down sein? Herze. Was ist es hier? Ich krieg keinen Namen. Und es wird dunkel. Ich sehe auch nichts, ne? Es läuft nichts weiter hier rum. Gerade. So, schauen, vielleicht finde ich ein Bett und ich werde nicht angegriffen. Voraussetzung ist, dass in dem Bett niemand drinnen liegt. Aber es war mal eine Stadt. Also mit den Mauern und so. Würde ich schon sagen. Da ist ein Bett. Ich kann nicht mehr in den Betten mit den Skeletten schlafen. Da ist eins ohne. Saphirstrand. Okay, jetzt haben wir einen Namen. Okay, das muss irgendwas anderes sein, wann ich schlafen kann und was nicht. Aber ich habe keine. Gefahr wird mir nicht angezeigt. Wenn ich hier einmal aufgeräumt habe, dann geht's vielleicht. So. Jemand, da leuchtet aber irgendwas dran. Ach, eine Kiste. Der Boom. Jetzt kann ich schlafen. Naja, gut, ich nehme es so hin. Wir können ja schlafen. Es ist mir etwas zu dunkel, dann sehe ich das nicht. Ich würde meinen Ausgeruht-Buff noch mal kurz hier ein bisschen oder auch nicht hochpacken. Wer hat mich angeschossen? Da will man einmal chillen. Nicht mal das darf ich, ja? Oh Gott, der. Ja klar, laufe ich hier einmal rein. Wer macht das nicht? Oh Gott, bin ich blöd. Nein, und dann ist auch noch mein Essen aufgebraucht. Perfekto. Ich lieb's. Ja, das ist Kacke. Ja, war klar. Gut, dann würde ich, wo auch immer ich auftauche, wahrscheinlich den Flammenaltar auch einmal wegmachen. Und da hin platzieren, Bruchshafen. Weil ich habe ja sonst keinen, weil den Weg latsche ich nicht jedes Mal, ne? Weil hier habe ich die Sachen mir jetzt angeguckt. Und nach da könnte ich dann vielleicht auch von dem Stück aus, aber weil hier unten ja richtig viel ist und ich ja immer so ein Problem habe mit Flammenaltar-Sachen. Wieso ist eigentlich der da noch da? Komm hier ja eh nicht weiter. Ich würde einmal hier hin... Ne, ich baue den einmal ab. Den baue ich auf jeden Fall einmal ab. Und dann schaue ich nochmal. Und warum war... Ah, der Balken war gerade so groß. Ach, egal. Egal. So, Tilgen. Dann hätte ich den. Auch allerdings, wenn ich einen neuen setzen möchte... Das ist richtig krass, selten ein gut Stein. Was ich nicht habe. Ich kenne das schon, ne? Ich mache das nicht nochmal. Einmal kurz nach Hause Steine holen oder irgendwo hier hin. Das ist ja egal, wohin. Und dann gehe ich zurück, weil ich muss mir jetzt eh irgendwo da ein Flammenaltar hinsetzen. Aber nicht schon nicht zum 500. Mal irgendwo hingehen und dann hat man keine Steine.
Wenn man denkt, ach, Steine, müsste es doch überall geben. Mhm. Genau. Das Ding brauche ich noch. Das da wäre halt... ich bin aber von hier näher. Ich laufe von hier rüber. Von der Steppe aus. Ja, kommt. Das lohnt sich dann. Und wenn ich dort bin, überlege ich mal, weil es geht noch weiter Richtung Süden. Ob ich dann dort den nächsten Flammenalter irgendwo noch mit hinpacke. Lass ich mal schauen. Vielleicht ein bisschen besser und praktischer. Dann. So, einmal alles. Ja, ich hätte jetzt auch Pfeile mitnehmen können, ne? Ich möchte es gerne erledigt haben. Ah, weil ich sehe schon, dass ich... Egal. Das Leben ist so, wie es ist. Ich renne da einfach mal kurz hin. Bei den Sachen war ich ja schon. Weil ich... Ja, ich will meinen Grabstein haben. Ich mag das nicht, wenn man da zu lange braucht, den zu holen, ne? Vielleicht... Ja... ausgeruht Buff mir besorgen sollen. Ach. Wer braucht Ausdauer? Ausdauer wird komplett überbewertet. Komplett. Ne, das ist was für Noobs. Das ist was für welche, die einfach no risk, no fun. Echte Profis machen das so und sagen, ich guck mal, ob ich mit 5 Sekunden Ausdauer noch ankomme. Mhm. Als andere wäre zu leicht. Definitiv zu leicht. Ich war Ausdauer, ich hätte Eindauer gebraucht. Immer. Ne? Wenn man hier einmal was als anders machen möchte. Das Game ist einfach nicht richtig, ne? War hier ein ganz anderer Fehler. Ich habe das richtig eingestellt. Falsche Pille genommen. So. Weil ich hier nicht die gleiche Matrix habe, gehen wir da lang. Jetzt. Ich habe mich hingesetzt, ne? Wir haben jetzt theoretisch ein bisschen Ausdauer ist da. Ne, nur ein paar 450 Meter noch. Ich sehe die Stadt aber da hinten. Mhm. Naja. No risk, no fun. Genauso wie ich die Fertigkeitspunkte nicht vergebe. Gleiche Prinzip. Frage ist nur, wo steht das Ding? Wenn jetzt natürlich mein Grabstein direkt bei dem Säurehackebeil-Typ ist. Dann würde ich erstmal die alle weglocken. Dann meinen Grabstein holen und ich hoffe, ich sterbe nicht nochmal. So, ich bin aber schon wieder da. Direkt auch noch so ein Skorpion. Was misspute ich denn jetzt hier ein? Sache mitmischen, oder wie? Hm. 30 Meter, das ist da. Ich war... In dem Haus bin ich gestorben. Was denn? So, mein Grabstein. Ja, Grabstein habe ich. Jetzt ist mir der Rest ein bisschen latter. So ein bisschen. Weil ich weiß nicht, was war das, eine halbe Stunde oder so und dann ist er weg.
Irgendwie in die Richtung. So, irgendwie. Nein! Ach, kommt. Ach, den Hackerball-Typ habe ich gerade schon gesehen. Und der andere. Ach, was soll die Kacke? Wie oft will ich denn da noch runterfallen? Das war jetzt echt unintelligent. Ja, nee. Einfach nur nee. Wo ist jetzt der Typ, den ich klein kann? Ich glaube, im Haus unten. Das ist bestimmt jetzt so ganz komisch reingedingst. Ach, hier ist eine goldene Kiste. Ältesten Magierstab. Irgendwo läuft Säureball-Typ frei herum. Der muss doch jetzt hier drinnen sein. Ja. Erstmal in Ruhe gucken, bevor man irgendwas macht. Ey, ich bin da rüber gesprungen, Digga. Der rennt auch schneller als ich, ne? Teilweise. Nur mal anmerken, je nachdem, wo man lang geht. Ich weiß, dass du keine Freunde hast, aber mir musst du nicht hinterher rennen. Ist auch noch so schnell. Es war klar, lauf. Nein, nein, nein. Okay. Ich hasse diese Viecher, ne? Ab. Wieso? So, einfach nur warum? Und sind die überhaupt? Die gibt es aber auch überall. Ich kann die Dinger nicht leiden. Nee. Wahrscheinlich gibt es ja 5 Millionen dran bei meinem Glück. Habe ich hier nicht vorhin geschlafen kurz? Ach nee, der kam. Ach, so war ich an der. Ich wollte gerade sagen, an der Kiste war ich dran, bevor ich verreckt bin. Da war was. So, da oben ist, glaube ich, nichts. Weil da drüben müsste es ja erst schlimmer werden, wenn ich über die Brücke kann, rübergehe. Das ist jetzt schon schlimm. Aber immer, wenn so ein Säure-Hackeball-Typ da ist, weil ich die aus Prinzip nicht leiden kann. Noch was? Ne. Ich habe nicht mehr viele Pfeile. Besonders der Hackeball-Typ ist auch jedes Mal, hat er diesen Widerstandfaktor gehabt bei den Pfeilen, ne? So ein Ding. So. Da ist ein Säure-Hackeball-Typ. Sehe ich schon. Den angetriggert. Ja, da ist so. Ja, okay, so kriege ich den natürlich nicht. Es zählt wahrscheinlich wieder nicht. Ja. Ich mich ein bisschen seitlich. Nicht da seitlich hin. Ach komm. Ach komm, Digga. Ich habe wirklich. Wieso müssen diese Viecher überall drin sein? Kann man die wegschieben? Code und dann. Wisst schon. Nee, jetzt ist mir so bescheuert.
Wenn da noch zwei sind, gehe ich wieder zurück. Dann mache, also dann laufe ich hier einfach nur schnell durch und hole das, was ich sehe. Also anstrengend heute, habe ich keine Lust drauf. Ich nicht. Ich nicht. Eine goldene Kiste? Balkenstiefel. Da ist ja, da ist direkt noch einer. Da. Halleluja. Kommt der hier rein? Ja. Ah, wir machen einfach mal dieselben Sachen. Wir machen aber keine neuen rein. Und so. Ach, kommt. Aber ich will erst diesen Säurehackeball-Typ mit den Pfeilen gerne machen. Naja. Lieb's doch. Essen, trinken. Ist nämlich fast schon wieder weg. Wo ist der jetzt hin? Ich sehe nur... Ist der jetzt in dem Haus drin, wo ich gerade war? Da oben noch? Ja. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Ach, komm. Willst du noch reinlaufen? Kann ich nicht einfach alles? Ich hätte gern so eine Hardcore-Bombe, aber richtig, so Atombombe groß. Und dann können wir einfach die Stadt hier wegmachen. Die Items brauche ich nicht. Ja, man, nee. Wäre doch auch ganz gut. Das würde meine Probleme schon lösen. Ne? Ich fände das auch vollkommen okay. Weil besonders der Widerstand, das steht ja auch immer Widerstand, ne? Also, das ist gar nicht so effektiv. Meine Pfeile. Das ist halt auch noch das Problem. Da, das meine ich nicht, gehe mit dem Schwert. Ich bin von dem Säurehackeball-Typ gerne 50 Kilometer entfernt. Wir haben exakt dasselbe Haus hier auf die andere Seite nochmal gestellt mit exakt den gleichen Truhen. Ich glaube, das sollte nicht sein. Ich habe ja gerade eben, war ich auf der anderen Seite der Brücke in so einem Haus, wo eine silberne, blaue Truhe ist und oben eine goldene. Ich war nämlich ganz kurz verwirrt und habe überlegt, weil mal hier war ich doch schon. Weil halt auch die Kisten gerade gleich waren, deshalb. Ich glaube, das soll nicht. Ich würde erst das Haus machen und danach da gehen. Und gucken, was noch so auf mich zukommt. Ach, noch ein Säurehackeball-Typ. Natürlich. Ja, sonst auch langweilig. Ach. Ach, genau, am besten da noch runterfallen. Das würde meine Stimmung auf jeden Fall deutlich anheben, ne? Alter! Wirklich? Was war das denn für ein Sprung? Ach, komm! Digga, das waren 5 Meter oder was? Nee, geh irgendwo die Leiter hoch, dann trifft er dich nicht. Aha. Natürlich. Außer er macht den Sprung. Ich hab schon mal gesagt, die machen manchmal so eine gigantischen Sprünge. Nicht immer, aber manchmal. Und dann geht auch mit, geh irgendwo hoch, zählt da nicht mehr. Wenn die nämlich da trotzdem hochkommen. Das war ein Hardcore-Sprung gerade. Ja, ich darf mich auch aufregen. Ich weiß, ihr macht das nie, ihr seid perfekt. Aber ich nicht. Abschalten, in einer halben Stunde wiederkommen. Direkt. Schon mal hier, ne? Eine halbe Stunde ungefähr. Ich brauche eine halbe Stunde für den. Mann, wo, das ist doch schon wieder hier richtig kacke. Was ist das denn hier für ein Bullshit-Scheiß? Und am besten, ich sehe hier so eine Halle der Erloschenen, am besten mit 50 von denen. Das ist der Moment, wo ich das mit Cheat machen würde. Weil das da nichts mehr mit, Dings zu tun hat. Hm.
Nein, Digga, ich habe in die andere Richtung gelenkt. Oh Gott. Blöd. Wieso? Dann über. Nee, einfach mal neue Sachen, aber nicht immer die Dinger. Und dann auch noch hier so viele davon. Also einfach. Ist einfach scheiße. Ja, macht mir keinen Spaß, ne? Darfst du oft Digger sagen, wie ich möchte. Nur weil das sonst nicht vorkommt. Ich habe gesagt, abschalten und 20 Minuten wieder. Eine halbe Stunde, meinte ich. Muss man, dann muss man das mal kurz ertragen. Ich würde ganz andere Sachen sagen. Aber Digger ist nicht so ein schlimmes Wort. Das benutze ich als Schimpfwort. Ich würde da so, anderes Wort vielleicht für Dirnenspross sagen. Ob es bei YouTube durchgeht. Man muss ja immer mal gucken, ne? Was hier für Wörter sind. Wenn man sich immer aufregt. Es ist eine Schande. Nee. Ach, das stört nicht. Ich wette, da sind auch noch mal 5. Ich glaube, ich mache die Häuser nicht. Finde ich doof. Hätte ich ganz gerne erkundet. Das ist ja nur etwas, nur wenn die ganze Zeit diese Säurebeiltypen da sind, das ist einfach. Besonders, sie können auch komplett hier so über das Teil rüberspringen. Dann bringt das halt auch nichts mehr, wenn man sich oben hinstellt und je nachdem, wie man mit den Pfeilen, man kann ja auch nirgendwo durchschießen. Das bringt einem dann gar nichts, ne? Ja, die meisten haben ein Problem damit, wenn man mal kurz ausrastet. Das ist das Problem. Und eigentlich ist es bei mir schon, dass ich ab und zu mal, nennen wir es die Fassung verliere. Das ist, ich bin nämlich überhaupt nicht geduldig, ne? Null. Null, ich habe keine Geduld. Und dann sind die Leute mal schockiert, wenn nach 20 Minuten, 20 Stunden Gameplay oder so, auf einmal irgendwas passiert, wo ich ausraste. Dann sind alle mal direkt schockiert. Aber ich habe nie gesagt, dass es bei mir entspanntes Gameplay gibt. Das habe ich nie gesagt, das steht doch nirgendwo. Aber nach 20 Stunden kommt vielleicht mal, ne? Je nachdem, was man macht. Ausraster. Nur weil das nicht durchgehend kommt, wie bei anderen, kann ich nichts dafür, ne? Gibt sogar einen Zettel. Ich glaub's ja. Herr Bauer und die Flamme. Verbogener Schrein der Flamme. Könnte es wahr sein? Weiß nicht. Natürlich. Meine Großmutter, die liebe Hama, erzählte mir Geschichten über diesen alten Schrein der Flamme im Inneren eines Bergs im Osten. Sie berichtete mir von dem Einschlafen immer von heiligen Schriftrollen, vergessenen Büchern und Gebeten. Also die Sachen, die ich grundsätzlich suche. Einem Testament an dem Glauben der Menschen. Daran glaube ich nicht mehr. Und von Andenken und Schmuck, Opfergaben, die im warmen Licht der Flamme funkeln. Wenn es wirklich stimmt, dass so ein beliebter Schrein in Vergessenheit gerät, dann kann ich ihn vielleicht finden. Für den Eintritt Geld verlangen. Ein Museum? Einen Prozentsatz einsammeln. Eine Münze pro Gebet klingt eigentlich nicht schlecht, oder? Ah, das ist ein ganz anderes Museum. Das ist eine neue Geschäftsidee. Keine Garantien. So machen es die Konvois. Du musst ja vor, ne? Wenn du willst, dass dein Gebet auch erhört wird. Eine Münze spenden. Ein Groschen. Und dann passt das. Aber wurde jetzt so eine Stelle gefunden? Nee, ne? Da unten ist rotes Meer. Das sehe ich schon. Da. Wenn man danach heruntergehen würde. Na gut. Also ich stand nur, dass es sowas gibt. Aber ich dachte, es ist jetzt ein Hinweis auf irgend so eine Lagerstätte oder irgendwie sowas. Irgendwie in die Richtung. Ich will ungern gerade da reingehen. Wer weiß, was hier gleich alles rauskommt aus der Hütte. Besonders hier sind auf einmal wieder Gegner, ne? Es gab Sachen, wo gefühlt ein Gegner ist. Bei diesen einen Minendinger. Weil die da, glaube ich, noch nicht platziert wurden. Und jetzt auf. Jetzt, also nur im Vergleich. Hier wurden dann wieder auf einmal Leute reingepackt. Oder es kam mit den Patches, weiß ich natürlich nicht. Weil ich war ja vor dem einen Patch jetzt hier. Bei den einen Häusern. Ist da was? Drinne. Also unten ist alles mit Sand bedeckt. Da findet man nicht mehr viel.
Es war jetzt kein Hinweis auf ein Museum, was wir plündern könnten. Ich nenne es jetzt mal Museum. Ich dachte es. Es ist ein Museum mit, wenn du irgendeine Gottheit anbeten möchtest, wenn wir das so sagen, bei Gebet, ne? Musst du einen Groschen bezahlen, kriegst aber auch keine Garantie darauf. Das sieht aus wie eine Tür. Naja. Ist hier noch was zum Einsammeln? Nö. Das ist auch nur noch eine Küche. Obwohl die Lampen für außen eigentlich auch ganz cool wären, ne? Ich nehme ja mal gerade für außen diese Glühwürmchenlampen. Konnte halt komplett random jetzt anderes Thema. Die haben aber auch was für draußen. Ein guter Schnitt, wenn man sich 20 Stunden nicht aufregt und dann auf einmal. Das irritiert aber mehr Leute übrigens. Also bei mir auf jeden Fall merke ich das. Bei manchen Folgen mache ich Disclaimer rein. Weil das so schlimm scheint. Also, es ist nicht schlimm, ne? Andere rasten ja richtig aus, aber es ist ja noch nicht richtig ausrasten. Aber trotzdem ist es dann auf einmal zu den Folgen oder zu den Sachen vorher auf einmal so brutal im Vergleich, dass ich sogar teilweise Disclaimer reinmache, obwohl ich eigentlich andere Leute definitiv für alles Disclaimer dann bräuchten. Naja. Aber entspannt das Gameplay ist eigentlich nicht. Da, so, wartet mal. Jetzt will ich mal kurz schauen. Hier geht's runter ins Miasma. Da würde ich gerade sogar ungern rein, weil ich sehe, dass hier krasser aus Miasma auftaucht. Ich weiß allerdings hier nicht, bei dem Eisengedöns, was wir für den Schmied machen sollen, ob das jetzt im Miasma ist oder nicht. Das könnte auch noch oben sein. Weil dann müsste ich ja erstmal meine Sachen ein bisschen aufstocken. Die Stärke hatte ich doch erst aufgestockt. Das ist jetzt nicht so lange her, glaube ich. Also ich kann die noch einmal aufstocken, denke ich. Aber was? Oh ne, ich muss da rein. Ja, hier leuchtet alles rot. Schaut mal. Wenn man hier schon guckt, da ist noch... Könnte ich noch rein und dann ist hier Ende. Da kann ich runter ins Messer. Ich würde jetzt hier einfach meinen Flammenaltar hinpacken. Da hinten ist auch irgendwas. Also ich sehe, dort ist nochmal ein Gebäude im Miasma. Oh, das sieht aus wie eine Festung. Ich packe hier mal einen Flammenaltar sicherheitshalber hin. Ich glaube, ich sterbe gleich. Aufräumen. Ach du Shit. Ich muss hier definitiv mal ganz kurz aufräumen. Hier gar keinen Platz mehr. Was brauche ich denn gar nicht? Mal diese ganzen Sachen zerlegen. Ach nee, den Drachenbogen wollte ich behalten wegen dem Namen. Jetzt kommt das weg. Ich habe jetzt recht viel Vogelfleisch. Ach, die Drachengeier, ne? Ja. Das Wolfszeug kann weg, das ist nicht gut. Falkenstiefel habe ich, glaube ich, schon. Glaube ich, denke ich, da war was. Das kann ich hier noch weg. Ich könnte mal Trank der Brut übrigens eigentlich mal mir einpfeifen. Essen und trinken sehe ich gerade. Wieso Charakter gerade richtig komisch geatmet? Ich würde es ja auch wirklich direkt auf den Weg platzieren, den Flammenaltar. Nehme ich dann später wieder irgendwann weg. Sicher ist sicher. Ausdauer nochmal kurz hochpacken. Also den Ausgeruht-Buff meine ich. Sind, glaube ich, nee, 11 Minuten, nicht mehr 9, 11 sind es, glaube ich.
Ja, ich glaube. Nee. Ach, mal gucken. Was man hat, hat man. Und dann gehe ich da mal rein und schaue, ob ich da hinkomme. Oder ob das auch im Tödlichen mir erstmal ist. Und ansonsten gibt es da noch diese Festung gerade. 14 Minuten. Mal schauen. Ich habe leider keinen Miasma-Trank mitgenommen. Hier unten. Nach da geht es zu dem von dem Schmied und da war die Festung. Ich möchte mir die Festung angucken. Das ist gleich sogar der Weg. Führt dahin. Und die ist direkt hier. Ach, da gibt es. Okay, da gibt es ein Leuchtfeuer. Dann hätte ich. Es gibt nicht irgendwie immer ein Leuchtfeuer. Dann hätte ich nämlich jetzt gar nicht unbedingt. Ich könnte ja bei meinem Flammenaltar übrigens eine Werkfackel hinpacken, ne? Mache ich bisher mal nicht. Dann kann ich jetzt erstmal bei solchen Sachen das Schwert benutzen. Wegen meiner Pfeilen. Obwohl, ich kann ja auch die Pfeile dann an der Werkfackel. Gleich mal. Uiuiuiuiui. Ich mag die mit diesen Pfeilen eh generell nicht, ne? Die ziehen da direkt was ab. Wie machst du das? Kleinkariert, indem ich einmal zuschlagen und dann blocke. Auch jemand, der mich von hinten einfach so angreifen möchte? Ich will mir doch nur die Festung angucken. Jetzt wurde es auch dunkel. Hm. Das wird ein Spaß. Hier ist was, genau. Man sieht es jetzt kaum, weil es gerade dunkel geworden ist. Also eine richtige Festung. Die wollte ich mir jetzt anschauen, weil die ist direkt. Hier. Die führt ins tödliche Miasma rein, glaube ich. Ach, Menno. Ich hätte ganz gerne jetzt zur. Ne? Für gute Laune mir eine Burg angeguckt. Das ist ein, es ist ein Eingang zu irgendwas. Da kann ich nicht rein. Shit. Dahin. Wie es mit meiner ungewollten Tastatur läuft. Scheiße. Es ging schon mal besser. Ich mag die nicht, ne? Die fühlt sich. Es fühlt sich nicht gut an. Also mir fällt es auch auf. Also am schlimmsten ist es noch zusätzlich, wenn ich was schreibe. Wie gesagt, ich habe nur so eine, glaub, wenn überhaupt, was war das? 20-Euro-Maus, wenn überhaupt. Aber meine Tastatur, das war so eine gute. Mit der man auch gerne geschrieben hat, viel geschrieben hat, schnell schreiben konnte. Und die ist so, auch die Tasten sind so, ich drücke mehrere, weil ich das so schnell mache, noch mehr Buchstaben gleichzeitig als ohnehin schon. Ich habe jetzt nicht so große Finger, dass man das schaffen würde, aber auf der Tastatur, wenn ich so schnell dann irgendwas schreibe oder fertig mache. Furchtbar. Furchtbar, sage ich euch. Naja. Ich spare dann ab Juni für meine neue. Außer die, kriege ich irgendwie repariert oder so. Ist ja halt 5 Jahre alt, aber trotzdem. Werkbank, was brauche ich denn dafür? Garn. Okay, Pflanzenfasern. Ich will mal kurz hier eine Werkbank noch hinpacken. Nee, ich krieg nur Palmholz raus, ne? Hier, Pflanzenfasern. Vom Kaktus war das, glaube ich. Ja. Mal gucken, wann ich das mit der Tastatur. Ich habe ja eine als Ersatz. Sonst nur noch Controller-Games. Das hier möchte ich irgendwie nicht mehr Controller spielen. Ich bin es jetzt nicht gewohnt. Und ich glaube, wenn ich hier bauen würde mit Controller. Oh Gott. Wäre jetzt nicht so. Als Erkunden wäre wahrscheinlich nice mit Controller, aber das Bauen sehe ich jetzt mich nicht so.
Wenn man hier so viel bauen kann. Das ist, glaube ich, etwas zu anstrengend. Habe ich jetzt genug Garn? Werkbank, ja. Ich will die mal kurz hier hinstellen. Kann ich nämlich mein Schwert reparieren und laufe dann von hier einfach weiter. Und wenn ich dann... Wie baust du deine Sachen so hin? Ach, ich bin immer so an der Werkbank, dass alles runterkugelt. Nee, dann kann ich hier später direkt lang. Wenn ich dann das aufgebessert habe. Da muss es auch irgendwo an irgendeinen bestimmten Ort gehen, hier rüber. Also außer zu dem Einschreien. Das ganze Gebiet hier hat so einen Special-Übergang. Hole ich erstmal die Sachen vom Schmied. Herz aus Eisen. Was war das? Kann ich mal aktivieren, ne? Herzen aus Eisen. Soll ich zumindest was für ihn holen? So habe ich eigentlich nur 9 Minuten. Hatte ich nicht mal 39? Im Miasma? Bestimmt wegen irgendwas, was ich anhatte. Ah, doch, den einen Ring, den ich ausgetauscht habe. Ich hatte einen Ring ausgetauscht und der eine hatte mir mehr Miasma-Zeit gegönnt. Da war was. Jetzt ein bisschen Angst, gleich in so ein tödliches Zeug reinzulaufen. Was machst du so? Ach, ich spiele als Bogenschütze, auch wenn man es nicht sieht. Also man sieht es wegen den nicht gelevelten Sachen. Aber, ja. Ich kann gar keinen Kombi-Angriff, oder? Die, also die ziehen, wenn die dich einmal treffen, richtig krass was ab. Aber die können keinen Kombi-Angriff. Hm. Okay. Die können aber auch richtig schnell rennen. Das sind quasi wie die Hackeball-Typen bloß. So Säure-Hackeball-Typen ohne das Säure-Hackeball. Wieso ist das hier so grün? Geh nicht so viel. Ich nehme erstmal den Weg. Killer? Ich bin ja mal richtig ordentlich. Seit wann nehme ich ein... Warte mal. Ich hätte auch das straight normal runterlaufen können. Standort unten. Da ist eine Miasma-Wurzel und ist das eine Mine? Ja, ne? Kuppenmine, ja. Wegen den Sachen hier, die da stehen, die ich so halbwegs erkenne. Oh Gott. Da hinten ist irgendwas. Ich würde gerne irgendwo hoch, wo niemand hochkommt. Oder wir laufen einfach. Was ist das? Das Viech ist neu. Das ist so ein. Das ist ein Geist mit einem roten Gewand. Oha! Voldemort. In anders. Gut. Also es explodiert dann. Alter, Ninja-Dings oder was? Uiuiui. Davon gibt es 2. Ah, das ist ein Bumerang, der wieder zurückkommt. Mit den Zauber hätte ich auch gern. Oh ja, ja, jetzt ist auch noch mein Essen leer. Ich weiß nicht, die Bumerangs bleiben immer noch ein bisschen... Wutsicher Kopf. Ah, das waren die Dinger? Das habe ich letztes Mal ja kaum erkannt. Das hatte ich schon einmal. Aber der hat nicht diese 2 Angriffe auf einmal gemacht gehabt. Das war irgendwo in so einem Dungeon.
Oh, was zu essen. Ich nehme auch, aber... So. Das andere läuft noch. Da sind mehrere davon. Wie viele Pfeile habe ich? Hm. Läuft gut. Ach, das ist jetzt schon tot. Habe ich vorhin aus Versehen jetzt bei verschiedenen angegriffen, oder wie? Gott. Nee, es war ein normaler Geist. Da ist auch noch jemand mit einem Schild. So, mal gucken. Die hatte ich immer, da bin ich rübergesprungen. Diese mit dieser Nordwach-Rüstung. Ich wollte gerade über den rüberspringen. Du hast vielleicht ein großes Schild. Ich habe ein kleines. Kann man mit dem großen. Ist das mehr Sachen? Ist da ein Schlüssel eigentlich auf seinem Schild drauf? Das sieht aus wie ein Schlüsselchen. Glaube ich, irgendwann auch mal aus dem Nest mal raus. Oh Gott. Uah. Kommt der runter, oder? Ja. Das ist aus... Nee. Das war jetzt natürlich nicht so schlau. Läuft denn hier rum? Ich bin ja nicht mal da hinten bei der Miasma-Wurzel, wo wahrscheinlich wieder sowas Größeres auf mich wartet. Eventuell, je nachdem. Oh Gott. Und. Also hier gibt es mehrere Wege nach oben. Also da gibt es noch was und da hinten gibt es noch was, glaube ich. Das sah so aus. Das ist hier eine Kiste. Das ist aber eine andere Kiste. Brandstiftbogen, sowas. Den so einen hatte ich schon mal. Stufe 23. Der wäre besser als den, den ich jetzt habe, wenn ich den aufleveln würde. Bevor ich die andere Seite mir hier mal anschaue, also da, würde ich mal ganz kurz aus dem Meer rausgehen. Wenn ich das irgendwie... Ach, warte, ich gehe zu der... Wie viele Viecher gibt's da? Ich will das einmal weghacken. Ach, da gibt's auch... Okay, nee, 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 da gibt's die Bungees. Okay. Dann nicht. Dann brauche ich woanders Luft. Oh Gott, hier gibt's auch noch blaue Geierdrachen. Oh Gottchen. Ich finde einen Ausweg. Ich bin auf dem Weg. Irgendeinen Ausweg zu finden. So theoretisch schon. So, jetzt ist es vielleicht nicht mehr hinter mir. Da, noch ein Stückchen geradeaus. Gott. Oh je. Da ist es noch immer hinter mir. Ah, ja, moin, ne? Ich wollte gerade ein Yu-Gi-Oh! Sachen. Egal. Sollte vielleicht einfach nichts sagen. Ich
Drachen mit eiskaltem Blick hier oder so. Fusionieren wir hier nachher noch was? Es zieht mir zu krass viel Leben ab, auch wenn ich blocke. Ich habe auch keine Ausdauer. Ich bin an sich tot. Und er lässt ja auch nicht ab, Digga. Was bist du, so ein verzweifeltes Etwas? Ist doch was anderes. Ich komme hier nicht mehr weg, ne? Geh weg. Gottchen. Immer diese Dinger. Oh Gott. Können die nicht gegenseitig sich angreifen? Lasst mich. Geht weg. Ach, ich dachte. Na gut, dann muss ich das einsammeln. Das schafft man doch nicht. Also da sind, das schaffe ich nicht mit den Sachen, die ich habe. Also ich schaffe das nicht mit den 5 Pfeilen, die ich noch hätte. Das geht nicht. Und ich habe bei Schwert ja nichts Brauchbares. Schau mal, ob ich meinen Grabstein einsammeln kann. Und dann muss ich mir Pfeile vorher doch schon holen. Was nicht geht, weil ich ja keine Äste habe, weil ich noch nicht farmen war. Und ich jetzt bestimmt nicht bei meinen normalen Durchgängen, sorry, ne? Die ganze Zeit Bäume fälle, das fände ich immer ein bisschen, das ist doch arg langweilig. Sammle ich immer zwischendurch ein. Das muss ja irgendwas da hinten. Im Jasma? Nee, daneben. Gucken, wie feilig ich machen kann. Ich habe so in die Äste und Arm habe ich gerade keinen Bock, das so zu machen. Das mache ich ja eher offline. Muss schauen, wie viel ich habe. Vielleicht reicht es, vielleicht nicht. Wenn es nicht reicht, dann kann ich das noch nicht machen. Dann mache ich das, bis ich Äste habe. Ich habe hier auch die Büschchen nicht gepflanzt, die ich ja manchmal pflanze. Was habe ich denn jetzt hier für einen Bug? Das ist jetzt aber vorhin noch nicht. Nicht, ja, manche Texturen sind jetzt ein bisschen weiter oben. Also ich habe so kleine, die paar Gras-Sachen, die sind jetzt, ja, okay. Ich dachte gerade, ich hätte komische neue Sachen gepflanzt. Was wollte ich? Eile. Ach, ist ja bei der Jägerin. Braucht aber immer so 50 oder so. Braucht doch so viel. Betäubungspfeil. Jasma-Pfeil. Leuchtpfeil. Nehmen wir mal die normalen Sachen. Eisenpfeile geht schlecht. Bronze. Hier Knochen würde ich machen. Ach doch, ich habe erst. Okay. Aber Bronze, ich will die Bronzebahn gern für die Deko-Sachen haben. Ich mache das mit einem. Also es ist 18 oder 17 Schaden. Und Eisen geht nicht, ne? Habe ich noch gar nicht. Und jetzt die Knochenpfeile. Kann ich die, kann ich nicht vergiften, ne? Ne. Nur Kupfer und Eisenpfeile kann ich vergiften. Das ist ein Reh. Ich wollte gerade sagen, irgendwas hoppelt da lang. Oder ist das ein Hase? Was ist das? Das ist neu. Die Rehe sahen doch anders aus. Oder ist es ein kleines? Sieht der aus wie so ein... Ich weiß nicht. Fuchs-Hasen-Ding. Weil die Rehe sahen doch... lassen wir das. Ich bin verwirrt. Ich bin eh verwirrt. Ich habe jetzt nicht sonderlich viele Pfeile, ne? Ich habe die 16 da noch und so viel waren es 500. Ich brauche richtig viele Pfeile. Die sind jetzt auch nicht vergiftet, ne? Ich habe den besseren Heiltrank noch. Das passt. Ich kann diese komischen Beschwörungsgefäße jetzt auch mal benutzen.
Aber wenn ich jetzt schon zu Hause bin, einmal den Shit wegräumen. Mir mein Oscar-Zeug holen. Und dann probiere ich es nochmal, ob ich das holen kann. Oder auch nicht. Nachdem. Das, was der Schmied von mir jetzt wollte, ne? Eventuell nehme ich nochmal was zu essen mit. Die sind halt ein bisschen stärker, da hätte ich schon gern die anderen Sachen eigentlich. Gerne für. Ich würde das Fleisch hier jetzt aber mal gleich drüben in die Feuerstelle reinlegen. Wenn wir jetzt, glaube ich, hilfreicher, wenn ich dann zurückkomme, weil das Sandgräberfleisch wird besser sein, ne? Falkenstiefel. Ne, die habe ich schon. Okay. Gutes Zaubermeister, das hatte ich doch. Habe ich auch schon. Schleppe ich den Shit mit. Habe ich einfach alles einmal mit. Den Drachenbogen musste ich nochmal. Das müsste ja so ein Special-Ding sein, ne? Heiltrank hole ich gleich bei Balthasar ab. Kann ja auch 20 mitnehmen, ne? Ich könnte... Warte mal. Trank des Brutes. Ach ja, Stapelteilen haben sie jetzt so gemacht. Auch bescheuert. So, okay. Bisschen... Ich weiß nicht. Das Elixier würde ich nicht... Obwohl, wenn ich den Miasma Überlebenstrank nehme, könnte ich eigentlich auch die Elixiere mitnehmen. Dann verlängert sich das ja wieder. Ja. Ich weiß, da waren gerade so eine komischen Viecher. Dass ich ja gucken muss. Wie ich das dann gleich mache. Irgendwie noch Stoffreste. Ich habe meine Stoffsachen. Da. So, Elixier. Ich sortiere hier mal. Ach, mein Ding kann ich nicht sortieren. Das kommt gleich weg. Die Funken müssen auch noch raus. Eisenerz habe ich hier noch drin. Da ist hier ein Scheiß, den lasse ich einfach drin. Ach, stopp. Brandstiftbogen. Überlegt gerade. Eigentlich ist der besser, weil... War vorher auch Stufe 23. Ich habe mir aufgelevelt. Ich kriege ja halt 5 Sachen draufgepackt, ne? Ich habe einen Reh bei mir drin, ne? Im Lager. Ich glaube, das ist jetzt doch in hier reingefallen, oder? Wenn ich die Tür zumache, ich kann es leider nicht behalten. Würde ich machen, aber die spawnt ja leider. So hätte ich mal Haustiere zwangsläufig. Jeder muss gucken, wo er bleibt, ne? Auch die Haustiere. Wie viele Runen man hat. Ich glaube, das wird irgendwann auch noch geändert, oder? Außer ich weiß nicht, ob man irgendwann so 10.000 Runen... Die habe ich ja fast. Was ich damit eigentlich machen soll. Jede Stunde einmal die Werte zurücksetzen. Nee, ich glaube da... Ich glaube, den Preis nehmen sie aber auch nochmal irgendwie ein bisschen. Also, hauen den Preis höher. Einmal alles hier... Warte, den nehme ich. Den dann einmal...
Deswegen, ja. Das packe ich in die Feuerstelle. Jetzt kann ich hier alles einteilen auf einmal, okay. Hier so mit diesem plus 1, plus 10, das ist dann hier quasi auch bei den Sachen mit dabei. Aha. Elixier, Ausdauer, Miasma, Essen, Trinken, Essen. So, alles schon mal gemacht. Und bei ihr... Lass euch mal ganz kurz noch das, den Bohrer. Dann los. Das wollte ich nicht. Ach, das Schwert direkt einmal. Obwohl, ich teleporte mich ja da ja hin. Ich probiere es nochmal. Nicht da. Wo war ich? Da unten. Um die Sachen... Hier, Kuppenmine. Da bin ich gestorben. Da sind zu viele Sachen. Also ich habe dann zwei so eine anderen Dinger, wo ich nicht war. Und dann noch die Miasma-Wurzel. Direkt nochmal. Ich habe alle Tränklein genommen, die man so nehmen kann. Weiß jetzt nicht, ob es besser läuft. Dauert trotzdem ein bisschen, ne? Ich werde die Einzel machen. Also das geht ja auch, weil nicht gleich 50 Dinge auf dich zugerannt kommen, wie woanders. Da läuft es ja. Irgendwann ist noch drin, dass man so einen Schädelbruchbasis, so eine einen Schädelbruch bekommt. Wenn man so frontal auf den Boden zufliegt oder gegen eine Felswand. Oh Gott, das Ding. Heilige Bim-Bam. Bim-Bam habe ich jetzt echt gesagt, ne? Aber ich kann mich auch gar nicht schnell wegrollen. Ist das? Haut noch was Brutaleres rein und dann am besten mehrere davon, weil er macht Spaß. Ich kriege von diesem Ding 5 Federn und 2 Miasma-Sporen. Lohnt sich. Die sind halt so arschschnell, ne? Das lohnt sich auf jeden Fall, die Dinger zu erlegen. Schädelbasis braucht ja sowas, wollte ich sagen, ne? Ich bin bloß so verwirrt. Also. Ja, genau. Irgendwann kommt es mit rein. Es war nur, weil ich gerade frontal einmal den Weg geküsst habe, quasi. Wo ist das hier? Irgendwelche Brunnen, ne? Hier wollte ich... Nee, Digga. Sorry. Bleib bei der Wortwahl hier, Leute. Das kann ich euch sagen. Wieso? Die bringen einem nicht mal was und die lassen auch nicht ab. Das ist doch dämlich. Ich kann halt nicht hier rückwärts rennen. Ich kann nur rückwärts gehen. Das ist noch so ein Ding. Heilige. Natürlich. Ist auf jeden Fall gut, dass es hier von ein paar gibt. Ich hätte es da nicht Kuppenmine genannt, sondern irgendwie... Naja, egal. Drache mit eiskaltem Blick geht jetzt nicht, aber ihr wisst schon, ne? Irgendwie so Anspielung da drauf. Ich sag euch, wenn hier so ein dreiköpfiges Ding noch auftaucht, dann falle ich vom Glauben ab. Kommen natürlich meine Insekten-Libis hier. So. Der macht ja auch so eine Magie-Sachen, ne?
Da war jetzt nichts. Ich hoffe, das Ding, was da fliegt, kommt. Das kommt. Nee, gar keinen Fall. Das hätte mich jetzt jeden Moment angegriffen, wenn ich die Miasma-Wurzel machen möchte. Ich dachte nämlich, hier liegt irgendwas. Das sah vorhin so aus, aber hier ist nichts außer Insekten. Da sind auf jeden Fall nochmal so eine Geister drin. Und zwar die, okay. Die Boomerang-Dinger. Ich wollte mich gerade heilen. Wie gemein bist du denn? Ich habe gerade so leider die 8 gedrückt, nicht die 7. Ach du Scheiß, die Wand an, ey. Und jetzt habe ich das andere Zeug nicht mehr, ne? Ist gut. Ich finde das hier ganz toll. Ich kann kein Level hochsteigen, ne? Ist ja schon Maximum Level. Ich finde, da fehlen noch so 10 weitere von diesen blauen Drachen. Das würde auf jeden Fall besser noch reinpassen. So nebenbei noch, die da noch so mega schnell sind, bei denen man nicht so ausweichen kann. Weil wenn man wegrollt, ist man halt arschlahm. Gott. Aber wieso halten denn die Bumerang... Ich weiß die Mehrzahl von Bumerang nicht. Die Bumerang? Die sind recht lange da. Weil von den anderen Geistern, Schwebedingern, die es gibt, der Zauber hält nicht so lange. Der löst sich schneller auf. Und das kommt mir jetzt ein bisschen doll brutal vor gerade. Mal sehen. Ich habe ja Pfeile. Aber ich komme da nicht weg, ne? Wenn da noch ein so ein Viech ist, ich muss mich auf das eine schon konzentrieren. Also Game over. Ja, genau das da nämlich, was total schwachsinnig ist. Wird es auch irgendwann ausschalten, ne? Ne, 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 ne. Wird's einmal getroffen, das war's. Und dann kannst du nicht mal nebenbei scheiß Insekten. Findet einfach jeder Kacke. So ein Kleinkram, der stört. Okay. Renn. Warte. Das ist hier. Die Dinger halten voll lange. Und da macht er auch noch doppelt hintereinander. Ich hatte doch erst so ein Viech. Wie viel wollen die denn hier hinpacken mit den Köpfen? Deshalb diese komischen Bumerang-Teile, die halten so lang und die können dich mehr als einmal treffen. Und dann kommen Kackeninsekten noch dazu, aber die finden einfach. Seid ihr scheiße und braucht niemand. Die sind irgendwann nur noch nervig, ne? Für mich. Also ich weiß nicht. Die mache ich eigentlich gar nicht weg. In der Theorie. Gute Scheiß. So, das Ding explodiert. Außer die roten. Ich wollte gerade wechseln. So, mal gucken. Okay. Wo ist denn das Schild von dem? Ach nee, das ist ein anderer. Der hat auch einen anderen Helm. Das ist die andere Variante von denen. Ich hatte vorhin das mit dem Schild. Aber wozu Plural? Bumerang kommt doch immer zurück. Ja, aber... Ja. Wahre Profis vertrauen darauf, dass 3 Bumerang-Items wieder zurück den Weg zu dir finden. Das sind, glaube ich, 3 gewesen, was der eine da abfeuert. Aber warum heißt es jetzt, was habe ich denn für den Schmied jetzt hier gefunden? Deshalb bin ich verwirrt. Ich habe hier doch noch gar nichts. Es ist das Ding, die Kuppenmine. Aber ich habe jetzt auch keinen Zettel oder so gefunden.
Und da ist hier Eisen, was ich nicht sehe. Noch nicht sehe. Ich höre schon wieder irgendwas. Hier ist ja nichts. Ach doch, da wäre Eisen. Aber das andere war entspannter, was ich hier irgendwo gesehen habe. Als wenn man das hier machen würde. Nur wegen dem einen Erzhaufen sollte ich hier hin? Das kann ich mir nicht vorstellen. Hier gibt es nicht mal einen Zettel. Der Plural ist Boomerang. Mit S, ja, Boomerangs. Das hört sich komisch an. Das hört sich richtig, richtig komisch an. Ja, gut. Ich will einmal kurz schauen. Okay, das ist nicht. Das ist, weiß nicht, wie die abgeschlossenen Sachen hier sortiert sind. Dann bin ich verwirrt. Dann gibt es hier wirklich nichts zum Einsammeln. Dann hat er uns hier nur hingeschickt wegen dem Erzhaufen. Da ist noch eine Kiste. Bogen des Verräters. Oder wegen dem Bogen. Ich will mich hier auch wirklich verraten. Gerade. Ich will einen Brief. Wofür mache ich das denn? Ist der besser? Ah ne, ist nur ein grüner. Aber der hat wieder so einen Namen, ne? Und sieht aus wie dieser Kommandantenbogen, den ich ja eigentlich ein bisschen hübscher fand. Na gut. Ja, ich sehe hier jetzt nichts. Da hinten war auch nichts, außer diese komischen Drachendinger. Und ansonsten gibt es hier nur noch Insekten. Dann habe ich das vom Schmied. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas, dass er irgendwie eine Art Rezept bräuchte oder was anderes für so bestimmte Equipment-Sachen, die er dann aus den Eisenbarren oder so anfertigt. Dann ist es erledigt. So, da kann ich nicht rein. Das heißt, dann bleibt das da oben mit übrig. Das ist der Flammenalter lasse ich da dann, weil es wäre direkt der Übergang, wenn es soweit ist. Und ich müsste von hier quasi die Sachen von Emily dann wieder machen. Ich überlege gerade, mache ich das jetzt noch? Ich würde mir hier das Obelisk-Ding und die Taverne anschauen. Das würde ich jetzt noch machen, ja. Ich dachte, hier wird so ein Stückchen weitergehen, aber es ist irgendwie ein bisschen zu tödlich hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wieso nehmen die denn so ein Ding aus Yu-Gi-Oh? Tut mir leid, sieht für mich so aus. Wenn man den dann fusionieren kann. Ja, darauf warte ich. Wenn ich jetzt irgendwelche Zusammenschnittvideos machen würde, wüsste ich auf jeden Fall, was ich reinschneide. Ach, manchmal bin ich auch so ein, habe ich so ein paar Probleme. Ich habe sehr viele, aber ja. Die da sind zum Beispiel nicht so schlimm. Warum sind denn die blauen nochmal schlimmer als die hier? Also das ist ja quasi das Pendant. Die aus dem Miasma dann. Genau, ich glaube, ich muss darüber. Das hatte ich nicht gemacht gehabt, weil, ne, nicht so viel durcheinander und so. Eins nach dem anderen. Da liegt was. Habe ich das nicht schon gelesen? Scheinbar nicht. Ein hoffnungsvoller Beginn. Eine aufregende Reise beginnt. Oh, eine neue Quest. Okay. Ich verlasse Brushafen, wo ich wirklich hart für diese Karte verhandeln musste. Ich frage mich, ob diese mysteriöse Oase wirklich so üppig ist, wie es ihr Besitzer versprochen hat. Wie auch immer. Ich habe all meine Besitztümer verkauft und genug Rationen und Wasser besorgt, um dorthin wieder zurückzukommen. Beinahe hatte ich nicht genug, aber nachdem ich meinen Gleiter verkauft hatte, musste ich mit dem ganzen Geld fast nichts anfangen. Welch Glück. Ich werde mein Lager wohl bei den Knochen im Osten aufschlagen.
Aber wer hat das jetzt geschrieben? Es war nicht direkt unterschrieben. Da, wo ich schon war. Ach nee, im Osten. Also hier irgendwo. Wahrscheinlich da, wo der Webstuhl ist, in die Richtung. Ach nee, hier, Oase. Naja, wir machen erstmal hier, ne? Eins nach dem anderen. Obeliskenforschung und die Sachen für Emily. Ihre Taverne. Da ich diesen Jasma-Schutz, den ich gar nicht brauche, ne? Oh, egal. Sicher ist sicher, falls ich doch noch runterfalle. Hm. Hab ja so viel Glück. Was ist da hinten? Sieht aus, als wäre da eine Höhle. Das wollte ich nicht. Ich muss nach da, aber ich möchte kurz gucken. Da hinten ist eine Höhle. Erst in die Höhle. Ja, geradezu. Ja, es wird nämlich eh gleich dunkel. Ich habe eigentlich nur dieses schwarze Loch gesehen. Was da nicht... weil der Rest nicht gerendert hat. Was zu weit weg war. Neuer Ort. Aber was für ein Ort? Ach, Höhlenpassage. Okay. Das hier komme ich durch. Ich würde einmal langlaufen und schauen. Ah, wahrscheinlich zur Oase. Das ist natürlich krass. Wenn ich da jetzt rauskomme, würde ich dann doch schon die Oase machen. Je nachdem, was mir hier gleich über den Weg läuft. Es kommt drauf an. Hier ist auch nochmal Eisen, ne? Und nicht die Dinger. Noch jemand? War etwas zu nah dran. Ich weiß noch immer nicht genau, welchen Radius die mit ihrem Sprengsatz haben. Das ist ja quasi ein Sprengsatz. Oder ich stürze einfach herab. Hinab. Sie? Das wollte ich natürlich nicht. Okay. Da. War da nicht gerade so ein Sprengteil mit dabei? Deshalb bin ich einfach weg. Ja, schreib ihm hier nochmal einen Fall wieder runter. Jetzt brauche ich aber Licht. Da geht's lang. Wie gedenkt? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Nee, ich bin einfach nur hier oben. Also ich dachte, es ist vielleicht so ein kompletter Weg zu der Oase, ist aber nicht. Ja, aber man kommt von hier nach oben, wenn man das muss. Mach ich jetzt aber nicht, ne? Geh erst zum Obelisken und zu der Taverne und zu... Ach, scheiß drauf, ich gehe jetzt schon zur Oase. Kann ich mich ja hingleiten lassen? Ich habe das eben gerade entdeckt mit der Oase. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich das noch zwischendurch da reinhau. Weil das mit der Taverne war ja eh jetzt schon ein bisschen länger her, beziehungsweise Obelisk ist immer zwischendurch. Ich habe noch mal nicht die Warte entdeckt, ne? Okay, es fliegt weg. Hier? Nee.
runter. Geh weg. Ah. Ich dachte, ich schaffe es, dass er mich nicht beachtet. Ich kann natürlich auch unten sein, ne? Wegen Wasser und so. Also ehemaliges Wasser. Ja, unten. Da, da leuchtet es auch. Okay. Einfach nur eine Etage tiefer. Ah. Titelbasisbruch. Nee, nicht ganz. Wollte ich jetzt von dem Zelt runterkommen? Manchmal sammle ich die Gegner nicht ein, jetzt weiß ich wieder warum. Dann wird es wieder so schnell dunkel. Da. Und? Die Oase. Verlorene Vorräte. Ein Sandsturm hat gestern mein Lager heimgesucht und meine Vorräte begraben. Solch schreckliche Winde habe ich noch nie erlebt. Ich spucke immer noch Sand und bin nicht sicher, wo ich gelandet bin. Alles wurde weggefegt. Es ist alles weg, aber ich kann noch nicht umkehren. Ich habe alles verkauft, was ich habe, um diese Oase zu finden. Was ist denn das? Ja. In der Ferne sehe ich ein Schimmern. Ich könnte umkehren, aber vielleicht bin ich meinem Ziel näher, als ich dachte. Habe mich die Winde hierher getragen, war der Sturm vielleicht doch ein Segen. Ich fürchte mich nicht. Ich werde weiter forschen und sei es mein Untergang. Okay. Aber hier wird es aber leicht rötlich dann wieder, ne? Das ist jetzt weiter weg. Hier ein bisschen zu weit weg. Da würde ich mir lieber die Taverne jetzt nochmal von Emily anschauen. Was ich ja eigentlich machen wollte. Also ich glaube, die Oase, das ist sowas wie mit den Karawanen, ne? Das zieht... Das ist jetzt eine Person. Die geht immer Stückchen für Stückchen weiter, als Hilfe, wenn man was erkunden soll. Das ist aber das. Überall dieses rötliche Miasma da. Auf den Glück haben und es ist nicht im Miasma, aber... Ich wollte nach da nicht so weit vorpreschen schon. Wie sich das anhört, vorpreschen. Was lese ich denn bitteschön für Bücher? Gehen wir zu der Taverne. Schließlich wartet Emily da drauf schon seit Stunden. Tage. Ehrlich gesagt. Und da oben ist auch der Obelisk. Laufe ich erst an... Nee, warte mal. Ich gehe erstmal zu dem Obelisken vielleicht, weil hier ist ein Weg. Da kann ich Glück haben, dass er direkt zu dem Obelisken führt. Sonst suche ich... Ihr wisst doch, ich und Wege. Ich finde die nie. Ich baue mich dann hoch. Baue irgendeine Treppe rein. Ich denke, das ist jetzt hier, ne? Wenn ich mal so einen Weg direkt von Anfang an sehe, gehe ich den mal lieber. Naja. Ich bin schon wieder so lange in den Shrouded drin, ne? Ich wollte halt gar nicht so viel in Shrouded machen. Ich habe aber auch nicht gerechnet, damit gerechnet, dass hier die Halle der Erloschenen so ein etwas größeres Ding ist. Wenn man es jetzt so nennen würde. Gegner. Also eine Normalos. Die sind okay. Kann man entspannt machen. Da ist auch noch jemand da. Vielleicht kann ich von dem Obelisken runter zu Emilys Taverne. Sehe ich nicht? Oh,
10 Jahre später Obelisk der Bauer. Manator, das ist das, was mir schon angezeigt wurde, der Schrein von dem. Von dem Makel in uns allen. Vielleicht wurde die Flamme schon immer verdorben. Oh ja, wie alles. Geblendet von dem eigenen Licht, oder vielleicht sind wir schuld. Der letzte Makel, zu hoch über den Rest gestellt. Ein Fall, der so tief war, dass er selbst die Abgründe der Sternfall-Königreich in den Schatten stellte. Ein Versagen, das uns auseinanderreißen wird. Getrennt, durcheinander. Unsere Jungen ertrinken im Krieg. Unsere Alten sind den Sternen eingesperrt. Eine Fehleinschätzung. Asche zwischen den Strähnenfeuer? Kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein... Egal. Wir alle müssen von vorne anfangen. Manator. Und das mit dem wurde mir nämlich schon mal angezeigt. Hier unten ist... Ne, Manator. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Und jetzt habe ich auch die... Ich glaube, die restlichen Miasma-Wurzeln werden mir gerade auch noch angezeigt. Es war klar, hier gab es ja auch noch einen Elixierbrunnen, den ich gesehen habe. Okay. Das hatte ich aber bekommen, die Info von ihr Lorraine Krim. Aber hier gibt es keinen Zettel von Lorraine Krim. Sonst haben die immer so ein kleines Forschungslager noch mit aufgebaut mit den Zelten. Oh, komisch, ne? Würde mich einmal hier runterstürzen? Ist das nicht das Bruchtal? Ja, ich muss nach da, wegen Emilys Taverne. Ich flieg mal eine Runde. Ich glaube, ich lande gleich gegen einen Felsen. Wir fliegen Standort unten. Okay, ich glaube, ich... Karawanenlager. Oben oder unten? Ich glaube, unten. Weil der Standort ist unten. Ich bin hier schon wieder, aber so gebremst worden, dass ich nicht instant sterbe. Wir hatten bei dem anderen ja Karawanenlager auch gefunden. Da hatte sie sich ja erst der Karawane angeschlossen mit Königin Jasmina. Hier, oder? Ja. Und das Rezept gefunden. Gürteltierchen. Dann die Kiste ran. Oh ja, da liegt auch ein Zettel. Ein paar haben es leider nicht geschafft. So. Karawane nach Glutwacht. Mein Abstecher nach Bruchshafen. Keine Sorge, es geht mir gut. Ich hatte das dringende Bedürfnis, mit einer Karawane voraus nach Bruchshafen zu reisen. Ja, ich weiß, das ist ungewöhnlich. Vielleicht sogar gefährlich, wie du vielleicht sagen würdest, Cyrus. Aber nichts könnte mich aufhalten. Ich habe zu den beunruhigten Massen gesprochen, um sie zu inspirieren. Viele von ihnen hatten aus erster Hand gesehen, wie ihre Felder verdorrt sind und ihr Vieh umgekommen ist. Ich befürchtete, dass es schwierig sein würde, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Aber sie klebten an meinen Lippen wie goldener Honig. Deshalb, wir müssen heute Imkerpfeifen finden. Eine von ihnen, eine auffällige Brünette, die sich als Bäuerin und Köchin vorstellte, ergriff schließlich das Wort und stimmte mir verhemmt zu. Wir müssen mit unserer Königin gehen, rief sie. Und die Menge jubelte ihr zu. Ich habe nun wieder Hoffnung. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Cyrus, auch wenn die Reise nach Glutwacht lang und gefährlich wird. Jasmina. Ja, Emily hat sich halt direkt verguckt, ne? Es war lieber auf den ersten Blick. Ja, oder nicht? So, das heißt, es haben wir... Jetzt, ich will mal kurz da hoch. Dass mich doch gleich was angreift. Eingesammelt, das war der Hinweis. Und wir hatten noch von dem... Von den anderen Hinweissachen die Imkerpfeifen hier. Also jetzt dieses wegen Glutwacht. Aber wir haben noch die Imkerpfeife. Das war was gewesen wegen Bruchshafen, was wir entdeckt hatten. Ja, das
kommt dann alles danach. Da muss ich überlegen, wahrscheinlich werde ich dann hier oben irgendwie lang gehen. Da unten ist halt ein bisschen schwierig, da ist alles so gut. Und die Miasma-Wurzeln sind halt offen. Ich glaube, die Wüste da, da brauche ich was für. Wir können halt vom Level nicht mehr hochgehen. Und ich muss halt die Punkte sonst einfach woanders reinpacken, was ich aber nicht machen möchte. Oder ich finde noch was Gutes für die Pfeile, das weiß ich auch noch nicht. Ne? Muss ich einfach mal schauen.